Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ach, die scheiß Paletten, ey. So, ich verlade gerade noch die restlichen Leerpaletten für die Metzgerei. Cool. Volker Varuna, hallo. Jo, Volker, die ist leer. Hi. Ich hätte eine kurze Frage, wie spät treffen beim Händler? Moment, muss man gerade gucken. Eigentlich. Wie viel Uhr haben wir denn? 8 Uhr. So, jetzt. Falsche Knöpfe gedrückt. Ich würde mich jetzt auf den Weg machen dann. Ja. Kannst du dem Neumann Bescheid geben? Dass der. Neumann? Warum? Neumann? Hä? Ja. Meinst du nicht den Nein, wegen der Nacht. Achso, jo. Ja, gut. Danke. Alles klar. Dann, ich fahre jetzt gleich los vom Sägewerk aus. Alles klar. Und dann bis gleich. Jo. Gut, tschö. Ciao, ciao. So. Gut. Ist zwar eine interessante Kombination, aber trotzdem eigentlich ein bisschen durchs Gebüsch. So, ja, wir wollten uns ja heute mal treffen, um so einen kleinen Untrunk zu nehmen auf die Agrargenossenschaft. Außerdem habe ich ja den Herrn Jäger eingeladen, der des Untrunks beizuwohnen, sagen wir mal so. Außerdem wird er die Dokumente für die Agrargenossenschaft mitbringen. Und dann. Jo, dann werden wir den Antrag machen. Wir sind ja alle da, können alle also unterschreiben. Und dann müsste die ganze Sache laufen. Ja, warte mal. Ja. Fahren wir mal schnell zum Händler. Die Paletten bringe ich dann morgen zum Metzger. Der ist jetzt nicht so wild.
Stellenweise ist es ziemlich rutschig. Schlaglöcherig. Je nachdem, wie man es sehen will. Ich hoffe mal, dass ich die Paletten hier auch wirklich wieder runterkriege. Nicht so wie das letzte Mal. Das war nämlich letztes Mal ein bisschen lästig. Ach, da drüben steht er. Junge, das ist aber nicht der Parkplatz vom Händler. Das ist von der Helga der Parkplatz, aber die wird uns wenigstens nichts machen. Was ist der andere jetzt? Ja, guten Tag! Och nö. Wie viele Paletten habe ich hier drauf? 8. Ah ne, warte mal. 2, 4, 6. Ja, 8. Hier hinten hier stehen auch noch 2, oder nicht? Wie viele Paletten siehst du? Ich sehe 6 Paletten. Ja, okay. Ich auch. Dann kann sein, dass ich irgendwo eine verloren habe. So ein Mist. Ja, Volker, eine Frage. Wie hast du das geschafft, Spanko, dass das so hinten bleibt? Hast du gerade nicht zugehört? Anscheinend hat er irgendwie vielleicht... Wahrscheinlich aber eigentlich wäre doch dann der Sport runtergeklatscht. Ja, der ist wahrscheinlich ein bisschen nass geworden und jetzt ist er angefroren. Keine Ahnung. So, Allah, hopp. Ich glaube, der... hat einer dem Jäger Bescheid gesagt? Ja. Ja, aber wo der jetzt ist, keine Ahnung. Ja, den habe ich direkt hingeschickt. Gut. Ja, dann bin einsteigen. Alle drin? Ach, jo. Da hinten sitzt er, fauler Sack. Links. Du musst mir mal genau sagen, wohin. Jo, links, gib Gas. Ab die Luzi. Ich rufe mal kurz einen Jäger an. Jo. Klingelingeling, klingelingeling. Jäger, was kann ich für Sie tun? Ach, Moment. Hat irgendeiner gesagt, rechts abbiegen? Geradeaus fahren und dann weiter. Ach, nicht abbiegen. So, sorry, Herr Jäger. Kein Problem. Ja, der Stefan Müller, der fährt schon wieder falsch. Ich wollte nur wissen, ob Sie schon unterwegs sind. Ja. Sind Sie schon da? Denke mal. Ich habe eine Vermutung gehabt, wo es sein könnte. Ah, ich war mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, ich stehe richtig. Wir sind auch gleich da. Bis dann. Wollte nur nachfragen. Tschö. Ciao, ciao. Muss gucken, dass der andere nicht wieder falsch wird. Bis gleich. Ja. Bei der 86 irgendwie. So, hier müssen wir jetzt irgendwo rechts rein. Ist ein kleiner Feldweg. Da. Da ist es. Da rein. Aber vorsichtig. So. Ah, ne, doch nicht. Fahr nochmal raus. War der falsche Weg. Sorry. Hast du Warnblinker an, Stefan? Ja.
Reicht ja schon, dass ich bei meiner Führerscheinprüfung, weil ich einen Blinker vergessen habe zu setzen, einen Fehlerpunkt hatte. Tja. So, ich weiß gar nicht. Irgendwo war die Einfahrt auf der rechten Seite. Fahr mal nicht so schnell. Irgendwo hier muss es sein. Da! Da vorne ist er. Ja, dann da rein. Der Jäger wartet nämlich schon. Oh, oh. Ist aber ein bisschen eng hier. Hm? Ach, passt schon. Mal gucken, ob der Jäger auch wirklich da ist. Langsam! Guck mal da drüben auf der anderen Seite. Da können wir mal gleich alle winken. Muss mal telefonieren. Klingelingeling, klingelingeling. Jäger. Also ich sehe sie, aber sie stehen nicht hier, wo sie hingehören. Ich bin schon auf dem Weg, ich habe es dir gerade schon gedacht. Gut, dann bis gleich. Tschüssi. Bis gleich. Ciao. Die, wenn sie am Wasserturm vorbei sind, die zweite, der zweite Feldweg rechts. Ja, ich kenne den Weg. Ich okay. Dachte nur, wäre vielleicht sinniger auf der anderen Seite. Nein. Gut, tschüss. Ciao. Einer, ich kann nicht vor. Eieiei, ist der da drüben, hingefahren. Ah. Da hinten an der Brücke fährt er gerade. Wahrscheinlich mit Blaulicht? Ja. Warum hast du jetzt den Motor an? Dann bleibt die Rundumleuchtung, Mann. Mach mal den Motor aus. Das Benzin. So. Außerdem hast du eine große Batterie, da kannst du auch das kleine Licht hier anlassen. Reicht auch. Es ist ein Geheimtipp hier, gell? Oh. Habe ich selbst erst vor kurzem erfahren. Oh. Habe ich in der Zeitung gelesen. Was soll denn hier dann passiert sein, warum du das dann weißt, dass hier was ist? Ja, keine Ahnung. Da war irgendwie, der Kiosk hat, glaube ich, neu aufgemacht oder so. Und das war so eine Lokalreportage. Okay. Jo, ich würde aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Dann wird es eben morgen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.